Schön, dass du wieder dabei bist bei Unlimited Greatness und du kannst dich freuen. Ich habe einen wundervollen Gast bei mir und zwar sitzt bei mir Peter Giesen. Peter, schön, dass du da bist. Hallo, liebe Beate, schön, dass ich hier sein darf mit dir. Ja, und ich kenne den Peter jetzt, wie lange kennen wir uns? Also bestimmt jetzt 2 Jahre? Ja, die Hälfte ein Jahr. Ehrlich? Ja, es kommt mir auch vor, als das ganze Leben, Beate. Wer dich einmal in die Arme nimmt. Also ich kann es fast nicht glauben, dass du wirklich ein Jahr sagst, weil ich habe den Peter kennengelernt bei Tobis Seminaren als Crew und ich habe ihn gesehen und ich habe mich schockverliebt irgendwie. Oh Gott, das hört jetzt mein Mann, aber es macht nichts, weil er liebt dich genauso. Hallo Stefan. Also wir haben sofort eine gute Ebene miteinander gehabt und wenn ihr ihn seht, also falls ihr das noch als Video seht, dann seht ihr ihn. Also das strahlt einfach, das ist unglaublich. Und inzwischen haben wir ja nicht nur als, ich meine, der ist ja inzwischen nicht mehr Crew. Also kann man ja nicht mehr sagen, oder? Doch, ja, ich mache schon, aber noch was anderes. Aber ich liebe einfach die Crew, deswegen bin ich noch, ja, okay, einfach noch dabei. Aber du bist ja bei Tobi jetzt als Director B2B Development, da bist du zuständig. Also das heißt, du bist jetzt nicht mehr nur Crew, sage ich mal, ja. Wobei Crew natürlich ein wahnsinnig wichtiger Teil dieses ganzen Konzeptes ist. Und so lernen sich auch Herzensmenschen kennen. Aber der Peter ist nicht nur bei Tobi, denn wir werden heute über das Thema Führung sprechen, denn Peter ist Vollblutunternehmer. Also direkt nach seiner Ausbildung bei Karstadt wurde er der jüngste Abteilungsleiter im gesamten Karstadt-Konzern. Dann hat er mal so nebenbei BWL studiert, aber da er ja ehrgeizig und sehr zielstrebig ist, ist er ja in den Vertrieb eines der weltweit führenden Hygiene- und Arbeitsschutzartikelherstellers hingezogen. Dort ganz schnell zum europäischen Key Account Manager aufgestiegen. Und dann warst du, lieber Peter, in Konzernen wie VW, Opel, Ford, Thyssen, Miele und also dort auch auf der Vorstandsdirektor. Kleine mittelständische Unternehmen, genau. Bitte? So kleine mittelständische Unternehmen. Ich wollte gerade sagen, das ist ja, da werdet ihr wahrscheinlich, wenn ihr das so hört, so, okay, der Mann weiß, du weißt was von Führung, ne? Aber das hat dich ja nicht doch langfristig glücklich gemacht, denn einer deiner Werte ist ja Freiheit. Und so hat dich ja das Leben zu Selbstständigkeit geführt. Und du bautest mal so, in wenigen Jahren ein Unternehmen mit knapp 50 Mitarbeitern. Das macht inzwischen Millionen Umsätze und davon 4 Millionen nur auf Amazon-Plattformen. Ja, kann man ja mal machen, so. Das kann man ja mal machen, ja. Also da werden wir auf jeden Fall zu sprechen kommen, wie man sowas aufbaut. Und als Führungspersönlichkeit, und das ist das Spannende, finde ich, lebt Peter mit seinen Unternehmungen die Big Five for Life. Falls du das nicht kennst, das Buch, sehr empfehlenswert, Big Five for Life. Denn du hast eben ein Riesenunternehmen und dann machst du das noch bei Tobi. Also da bin ich auch gespannt, wie du das machst. Ja, also du machst das eigentlich nicht mehr, ne? Sondern das machen deine Mitarbeiter. Muss man ehrlicherweise sagen, mit einem guten Kopf oben an der Führung. Ja, mit über 44.000 Online-Angeboten und den Verkauf in 9 Ländern über Amazon bist du, Peter, mit deinem Unternehmen eines der größten auf Amazon. Echt der Hammer. Sowas schaffen lediglich 1% aller Händler weltweit. Also dieses geballte Expertenwissen vermittelst du auch in Seminaren und in Online-Kursen. Mega cool. Und du bist ja auch noch verheiratet, du hast eine wundervolle Frau, Carola, die ich auch kenne, die ich auch bei Tobi kennenlernen durfte. Und natürlich nicht zu vergessen, Espresso. Was ist Espresso? Wer ist Espresso? Das ist ein wundervoller Hund. Genau, viele nennen ihn auch Cappuccino, dann sage ich immer, das ist mir völlig Latte. Ja, okay. Auf jeden Fall herzlich willkommen, Peter, ich freue mich, dass du da bist und dass wir auch mal auf einer anderen Ebene jetzt hier in diesem Podcast zusammenkommen. Ganz lieben Dank, Beate, ja. Das finde ich klasse, als ich deine Einladung bekam, Mensch, ich dachte, da freue ich mich drauf. Und ich habe so gedacht, weißt du, ich meine, wir kennen uns von der Crew, jetzt kennen wir uns beide vom Vertrieb, weil ich ja auch beim Tobi ja bin und du. Und dann habe ich gedacht, ich meine, dieser Mann hat so viel vollbracht. Warum fragst du ihn nicht so jetzt? Weißt du, manchmal liegen die Diamanten genau vor der Tür und es braucht man einfach nur, sie zu fragen. Deswegen habe ich mich super gefreut, dass du dann ja gesagt hast. Danke für die Blumen. Das hat ja keine 30 Sekunden gedauert, glaube ich nicht, oder? Ja, Peter,
erzähl mal, wie ist das möglich? Also ich finde das schon unglaublich, dass du ein wahnsinnig riesengroßes Unternehmen hast und nebenbei, also das kann man ja gar nicht sagen, nebenbei, du machst ja das auch noch beim Tobi. Wie funktioniert das? Was ist wichtig jetzt in Bezug auf das Thema Führung? Das ist ganz einfach. Verantwortung abgeben. Also Verantwortung dadurch übernehmen, indem du Verantwortung abgibst. Und zwar an Menschen, die es brauchen. So, und ich habe das Unternehmen so aufgebaut, dass es besser funktioniert, wenn ich nicht da bin, als wäre ich vor Ort. Weil wenn ich da bin, dann wird mir immer vorgeworfen, Mensch, ich würde immer alle von ihren Aufgaben und Tätigkeiten abhalten und ich sollte doch jetzt mal wieder fahren. Es funktioniert doch bitte. So, und wenn das so funktioniert, ja, dann kommt auch irgendwann mal der Punkt, dass ich in dem Fall viel Zeit hatte. Und dann kam halt auch irgendwann mal das Thema Persönlichkeitsentwicklung natürlich in mein Leben, schon seit vielen, vielen Jahren, aber dann kamen auch irgendwann mal Seminare von Tobi auf mich zu und das hat mich dann so geflasht, dass ich dann mich direkt in die Crew eingeschossen habe. So, und dann war ich, ja, dann war ich einfach addicted. Und dementsprechend habe ich dann meine Zeit mit Dienen verbracht und habe dann komplett mein Ego, das hat da nicht zu suchen, rausgenommen. Und war mit vollem Herzen dabei. Und dann entwickelt sich halt so eine Story. Und das mache ich auch in meinem Unternehmen. Aber das war sicherlich ja nicht immer so. Oder? Ich war früher das größte Arschloch als Chef, Entschuldigung. Oh, okay. Also das wird jetzt spannend, Peter. Also da wollen wir mehr jetzt darüber wissen. Alles hat ja eine Geschichte. Und du wachst ja nicht einfach, also ich zumindest nicht, ich wache nicht morgens auf und sage, jetzt muss ich mein Leben ändern, weil ich habe gerade eine Erleuchtung gehabt. Nein, das war bei mir nicht der Fall. So, ich bin halt in vielen Unternehmen gewesen, in Großkonzernen und da ist Führung nicht immer so, wie sie im Grunde sein sollte, weil wir dürfen uns vorstellen, ich weiß nicht, wie viele tausende Bücher es über Führung gibt. Mhm. Ja, also Buchhandlungen sind voll davon. So, aber komischerweise, die Gallup-Studie sagt ja jedes Jahr wieder, dass 2/3 der arbeitnehmenden Bevölkerung sich durch, mehr oder weniger durch die Woche quälen. Freizeitorientierter Schonhaltung das schön durchziehen. Lediglich 13% voll motiviert und ungefähr 17% einfach schon innerlich gekündigt haben. So, wenn es aber so viele Bücher darüber gibt. Es liegt nicht am Wissen. Warum? Ja. Ja, sieht die Welt dann so aus, wie sie ist. Ja. So, und ich hasse Radiosendungen, in denen Montag schon wieder der Kampf angesagt wird, haltet durch noch 5 Tage, dann sind wir durch. Am Mittwoch wird das Bergfest ausgerufen, nur noch 2 Tage und am Freitag wird gefeiert. Ja, und dann fängt das Leben an, ne? Dann fängt das Leben an und nach 72 Stunden hast du dann diese ganze, Entschuldigung, Scheiße wieder. So, das ist etwas, wo ich sage, ja, erzähl es bitte jemand anders und dann schalte ich auch um, weil dann bin ich raus. Mhm. Wie kam das? Ganz einfach. Ich wollte einfach nicht mehr so führen, wie ich geführt habe, weil ich habe es ja übernommen von ganz vielen Vorgesetzten von mir. Mhm. Ich habe dann mein Unternehmen gegründet, genau mit dieser Art, aber das war nicht ich. Das bin ich nicht. Ich bin vom Herzen bin ich ein ganz anderer gewesen. Mhm. So, habe mich aber dann irgendwie einwickeln lassen. Und da musste ich mich halt wieder entwickeln lassen. Mhm. So, und dazu hat auch meine Frau ganz extremst zu beigetragen. So, ich habe dann den Fokus komplett auf den Dingen gehabt, die nicht funktionierten. Ich war nur auf Kritik, ich war nur darauf getrimmt, etwas zu sehen, was ich sehen wollte, aber das Positive habe ich im Grunde gar nicht wahrgenommen. So, und dann habe ich Mails geschrieben und die Menschen hatten Angst, montags morgens den Mailer aufzurufen, weil dann wieder, so wie sie nannten, Hassmails von Peter drin waren. Wow. Mhm. Und das wurde dir auch so zurückgemeldet? Ja, das wurde mir zurückgemeldet, weil wir auch da schon sehr offen kommunizierten. So, und jedes Mal, wenn ich hier wieder am PC war und was geschrieben habe und Carola, die hat ja dann meine Launen mitbekommen, gesehen hat, was denn da so passiert, fragte sie dann, willst du das wirklich wegschicken? Und ich habe dann nur noch, ja, so, Enter gedrückt, weg war's. So, das war sicherlich ein Mosaiksteinchen, wo Carola ein paar Akzente gesetzt hatte. So, Carola. Ja, danke an Carola, also das wissen aber auch viele. So, was anderes war halt auch, da geht es halt um mein Warum. Das war etwas, ich habe lange Zeit Musik gemacht.
war lange Zeit in einer Band, schon seit dem 16. Lebensjahr und habe nach 30 Jahren, 25 Jahren ungefähr dann aufgehört, weil es einfach zu viel wurde. Freitag, Samstag, Sonntag, Montag Musik gespielt und irgendwann war es dann zu viel. Habe ich es einfach nicht mehr auf die Reihe bekommen. Wollte ich, und die Lust war auch raus. Mhm. So, und dann rief mich unser Bandkollege, unser Schlagzeuger damals an, ist ungefähr jetzt 8 Jahre her, und der sagte: Peter, ich habe Lust, wieder was zu machen, hast du Lust? Ich sage, auf gar keinen Fall habe ich Lust. Ich sage, nee, auf eine Bühne, mache ich nicht mehr. Ja, wir sind dann nur zu fünft. Ich sage, fünf, okay, sind 5 Geburtstage im Jahr. Jeder spielt dann irgendwo mal. Ich sage, 5 Mal mache ich. Einmal muss ich, habe ich auch Geburtstag, Carola auch mal. Dann schritt man schon 2 Mal bei mir auf. Ich sage, das kriegen wir hin. Mhm. Ja. Nach einem halben Jahr hat allerdings der Jörg leider Prostatakrebs bekommen. Mhm. Und das war dann auch alles in Ordnung, sah gut aus, er hat Bestrahlung bekommen, kam dann wieder auch zurück, wir haben erstmal pausiert. Und dann nach einem halben Jahr, ungefähr 3 Monate später war es genau, war der volle Körper durchstrahlt. Mhm. So, er wurde wieder eingeliefert, ich habe ihn besucht und Jörg war, der lag wie das blühende Leben da. So, da ich habe gesagt, das kann doch gar nicht sein. Und dann nahm mich sein Bruder nachher raus, sagte Peter, so wie es Jörg geht, das zeigt nicht das, was innerlich bei ihm abgeht. Die Ärzte haben ihm jetzt etwa noch 6, maximal 5 Wochen gegeben. Oh. Ja. So, die ersten 2, 3 Tage musste ich dann erstmal realisieren. So, und dann habe ich für mich die Entscheidung getroffen in dem Moment, jetzt besuche ich ihn jeden Tag. So, das ist in Aarhus gewesen, ich bin eine halbe Stunde hingefahren, jedes Mal. So, ich war wohlgemerkt hier schon selbstständig. Ich habe mir irgendwann gedacht, die Zeit, die hast du gar nicht. So, ich war aber zwischen 1 und 8 Stunden, in den nächsten 4 Wochen war ich täglich bei Jörg. Wir haben zusammen geweint, wir haben zusammen gelacht. Er war nachher nicht mehr in der Situation, überhaupt irgendwas wahrzunehmen. Ich habe nur noch seine Hand gehalten. Wir haben eine kleine Probe veranstaltet, haben mit Akkordeon und Gitarre, haben wir Time to Wonder, Fury and the Slaughter ausgespielt, solche Stücke. So, und dann war irgendwann mal der Zeitpunkt an einem Montag. Wir wussten, dass er sterben wird an dem Montag. So, er hat im Grunde nichts mehr wahrgenommen. Da war nur noch seine Mutter, sein Bruder, Carola und ich und meinen Gitarristen. Wir haben uns dann um 20 Uhr verabschiedet, weil wir der Mutter dann noch diese Stunden geben wollten. Sind nach Hause gefahren, etwa 1 Stunde, 1,5 Stunden später, das muss so 9:30 gewesen sein, kriegte ich einen Anruf, Jörg hat es geschafft. Ich sage, okay. In dem Moment habe ich erstmal gedacht, schön für ihn. Am nächsten Tag rief die Mutter an: Peter, hast du Lust, auf der Beerdigung von Jörg Klavier zu spielen? Mhm. Da musste ich erstmal schlucken. Ich sage, du, mache ich liebend gerne. Ich sage, ich versuche den Mike auch noch mit dazu zu nehmen. Und musste vorstellen, ein Sarg, ein Klavier, ein weißes Klavier stand vor einem Sarg mit Blumen überfüllt. Und ich kam rein, setzte mich. Und im Grunde war alles ausgeblendet, weil die Trauergäste nahmen so allmählich ihre Plätze ein. Ich hatte mit dem Pfarrer vereinbart, dass er gibt mir ein Zeichen, wann ich anfangen darf, soll zu spielen. Und ich habe von der ganzen Predigt nichts mitbekommen. Das lief alles so wie im Film ab. Und in dem Moment, wo er mir ein Zeichen gab, habe ich mich dann einfach nur zu Carola einmal umgedreht, weil ich in dem Moment Kraft brauchte, weil ich war total kalt. Hab mich hingesetzt, für mich saß aber dann Hände aufs Klavier, hab Mike angeschaut und dann fingen wir an, und zwar das Lied Knocking on Heaven's Door zu spielen. Mhm. Knocking on Heaven's Door war das Lied, was wir jede Probe seit 20 Jahren zum Abschluss gespielt haben. Mhm. Bin nachher ans Mikro gegangen, ich sag, Jörg, du bist mit Sicherheit, hat dir keiner an deine Lebensworte geklopft und jetzt hier gefragt, ob du reinkommst. Und dann bist du wirklich rausgerissen worden. Und das, was ich jetzt an dieser Stelle machen möchte, du warst immer für mich da. Und jetzt kommen wir genau zu diesem Punkt. Wenn ich etwas auf dem Herzen hatte, ein LKW brauchte zum Umzug, er war Fahrradmonteur, wenn ich ein Fahrrad brauchte, er hat mir die Farbe in meinen Wunschfarben lackiert. Er war immer da. Immer. Mhm. Seit 30 Jahren, 35 Jahren war er immer da. Hat er mich gefragt: Peter, hast du mal Zeit? Ich bräuchte dir mal Hilfe. Ich sage, du Jörg, das schaffe ich nicht. Das kriege ich nicht hin. Mhm. So, in dem Moment habe ich
an dem Sarg ist, das ist jetzt keine blöde Story, sondern das ist, Carola war dabei, wo sie sagte, da ist irgendwas passiert, habe ich mir geschworen, ich werde keinen Tag mich mit Menschen umgeben, die mir nicht gut tun, und ich werde jeden Tag irgendwie möglich machen, dass ich Menschen unterstütze, weil ich bin in einer Situation, mir geht schweinegut, so, und das möchte ich anderen mit auf den Weg geben. So, und auch das war der Punkt, wo ich mich komplett einmal gedreht habe. Dann kam Big Five for Life in mein Leben. Das ist ja manchmal Law of Attraction. Manchmal muss das Universum mir einfach sowas rüberschicken. Hatte ich auch mal ein Buch in der Hand. Und dann habe ich meine Firma genommen. Damals waren wir 36. Ich sage so, jetzt machen wir ein Wochenende und gucken uns mal an, warum kommt ihr denn überhaupt zu mir? Mhm. Was führt euch am Montag zu mir? Mhm. Geld? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Mhm. Obwohl es gibt Unternehmen, die zahlen besser als ich. Mhm. So, und das war ein sehr emotionaler Tag, weil an diesem Tag liefen echt unwahrscheinlich viele Tränen, weil manche Menschen kamen das erste Mal damit in Berührung. Ja, was mache ich überhaupt mit meinem Leben? Wo will ich denn überhaupt hin? Mhm. Dann kommen solche Dinge wie Haus am See mit Steg, Weltreise, ich möchte Lagerlogistik studieren, ich will Englisch lernen, ich will Philosophie studieren. Mhm. Mary wollte Lagerlogistik studieren, ist aber bei mir vorne im Laden gewesen. Ich sage, Mary, wenn du Lagerlogistik studierst, dann ist der Laden das Falsche hier. Wir haben gegenüber ein Lager, das ist ungefähr 3000 Quadratmeter groß. So, geh da mal rüber, bleib da mal ein paar Wochen. Die war nach 5 Tagen wieder zurück, sagt, ich will keine Lagerlogistik mehr studieren. Ich sage, okay. Geil. Können wir da schon mal einen Haken hintermachen? Kevin beispielsweise, ein Lagerist bei mir, wollte Englisch lernen. So, dann habe ich der Buchhaltung gesagt, liebe Sigrid, ich sage, such für einen Kevin hier einen Englischkurs raus, und zwar während der Arbeitszeit, der lernt Englisch. So, das heißt, die Firma hat auch die Big Five for Life gelebt, tut sie in der Art und Weise, als dass ich mich committe, einen der Big Fives der Teamkolleginnen und Kollegen mit zu begleiten. Das kann sogar selbst eine Weltreise sein. Mit Weltreise in der Art und Weise nicht, dass ich den jetzt 3 Monate bezahle und die auf der Queen Mary 2 hier einmal um die Welt fahren. So, das kann aber dahin gehen, dass ich einen Bonus zahle, dass ich den Arbeitsplatz frei halte, dass ich dafür sorge, dass die Position doppelt besetzt ist. Also im Grunde die Möglichkeiten schaffe. So, und wenn die Person zurückkommt, heißt es, okay, du hast dich vielleicht verändert. Was suchen wir jetzt gerade vielleicht eine andere Position für dich? So, und wenn wir so miteinander umgehen, weil die Menschen würden für mich durchs Feuer gehen, das tue ich ja für sie auch. So, und ich weiß, was die Menschen bewegt, warum sie etwas tun und ich dazu beitrage, ihr Leben zu bereichern. Ja, das ist doch geil. Was für ein toller Ansatz. Die kommen ja gerne. So, ich brauche nicht fragen, machst du Überstunden? Die machen es, wenn es irgendwie 170 Überstunden. Ich sage, wie kommen 170 Überstunden zustande? Ich sage, sorg dafür, bleib zu Hause. Ja, kann ich. Ich sage, klar kannst du das. Ja, bleib jetzt erstmal 3 Wochen weg. So, weißt du, da baut sich schon was auf, weil die Leute es gerne tun. Ich muss eher dafür sorgen, dass manchmal dass etwas gebremst wird. Wie sind denn die Big Five for Life? Wie sind sie bei euch? Also du hast jetzt schön beschrieben, wie ihr das lebt und wie du das unterstützt. Wie präsent sind die oder wie machst du das immer wieder, dass du das in Erinnerung rufst, dass das gelebt wird? Weil ich glaube, dass an diesem einen Montag da sicherlich nur der Anfang geschaffen wurde. Ja. Aber das so zu implementieren, das ist ja auch ein Prozess. Ja, wir haben während dieses tollen Tages, das war ein Samstag, haben wir all diese Big Five der Einzelnen, manchmal kamen auch nur 3 zustande, visualisiert auf kleinen Leinwänden mit Acrylfarben, entweder gemalt oder geschrieben, auf jeden Fall visuell dargebracht. Das heißt, jeder für sich? Jeder für sich. Das waren ich habe also 36 kleine, was sind das, 30, 40 mal 40, glaube ich, oder 30 mal 30 Zentimeter. Die hängen bei uns im Büro. So, da steht ein Name, da steht auch meine. So, und die hängen da. Und wenn Menschen da vorbeigehen, sehen die. Das heißt, die sind immer präsent. Immer. So, und auch die der Firma sind präsent. Da steht eins beispielsweise, wir sorgen dafür, dass wir uns täglich an einem der Big Five unserer Teamkollegen, ich sage auch bewusst nicht Mitarbeiter und Kollegen halten und die mitgestalten. Ja, wir gehen wertschätzend, respektvoll. Also viele haben ja solche Claims. Ja, wir gehen freundschaftlich und wertschätzend miteinander um. Ja, steht irgendwo auf der Wand geschrieben. Hat bei VW auch, stehen die auch da drauf und bei vielen anderen Unternehmen. Und wenn du dann drin bist, sagst du einfach nur, um Gottes Willen, wo bin ich denn? Was meinen Sie denn damit eigentlich mit Freundlichkeit? Wo sehe ich die? Ja,
Also, das heißt, du machst dir immer mit den Mitarbeitern bewusst, also was heißt das für uns jetzt, freundlich miteinander umzugehen? Wo sehe ich das konkret in unserem Unternehmen? Ja, freundlich steht da jetzt nicht. Wertschätzung. Aber jetzt, wenn das als Beispiel wäre. Wir haben beispielsweise, freundschaftlich steht bei Lieferanten. Mhm. Wir pflegen freundschaftlich offene Lieferantenbeziehungen. So, mhm. Das geht so weit, dass ich mit den Menschen dann auch abends essen gehe, mal Party mache. Und einfach ein gutes Verhältnis pflege. So wie wir beispielsweise. Wir könnten eine tolle Geschäftsbeziehung haben. So, das ist ein freundschaftliches Verhältnis, das meine ich damit. So, hat auch einen ganz klaren Grund. Ich stand vor einigen Jahren, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, auf einer Leiter im Lager. Mhm. Ich habe eine Jeans angehabt, ich habe ein weißes Hemd hatte ich, glaube ich, nicht an und hatte einen Termin. Mhm. Und ich stehe oben auf der Leiter, unterstütze den Lageristen. Ich sage, komm, brauchst du irgendwas? Er sagt, komm, da oben den Karton, den kannst du mir eben runterholen. Gehe auf die Leiter, wurschtel da so ein bisschen um und dann kommt einer rein, sagt nicht Hallo, sagt nicht Guten Morgen, sagt nicht Guten Tag. Wo finde ich denn hier den Chef? Ich gucke runter. Ich sage, gehen Sie mal hier vorne lang, rechts rum, da ist gleich eine Wendeltreppe, gehen Sie mal hoch. Ich sage, naja. Nach 30 Sekunden, 40 Sekunden klingelt mein Handy. Peter, dein Termin ist da. Ja, Sigrid, ich weiß. Ich komme hoch. So, jetzt haben wir zwei Wege, sondern ich gehe dann einmal durch die Sanitäranlagen, ja, wasche mir einmal meine Hände, ziehe meinen Sakko an, ein frisches Hemd oder ein T-Shirt, je nachdem, was das für ein Termin ist. Gehe durch die andere Tür, der guckt mich an. Ich sage, Mensch, wir sind uns unten ja schon begegnet. Ja. Das Gespräch hat wirklich ungelogen, ich glaube, keine 3 Minuten gedauert. Weil dieser Mensch hat meinem Team nicht die Wertschätzung entgegengebracht, nur weil es jetzt Lagerist oder wer auch ist, immer ist, sondern nur dem Chef gegenüber. Und ich mag einfach diese Menschen und dann bin ich auch raus, definitiv. Da habe ich eine ganz klare Wertevorstellung. Menschen, die nicht mal irgendwo Lageristen bei uns begrüßen können und einfach nur ihr Ego raushängen, haben bei mir nichts zu suchen. So, und das weiß mein Team auch. So, und das heißt, sie fühlen sich auch, dass du hinter ihnen stehst. Definitiv. Wenn wir beispielsweise, wir machen 44.000 Artikel mit Amazon, machen da ja ein paar Millionen mit. So, und da können wir nicht alle Kunden zufriedenstellen. Das ist einfach so. Es hat immer irgendjemand einen kleinen Pups quer sitzen. So, und bis zum gewissen Zeitpunkt sagen wir immer, ja, Kunde hat recht. Und aber wenn der ausfallen wird, dann sage ich, Nadja, jetzt darfst du, mach mal. Ich brauche gar nicht die Erlaubnis geben. So, die weiß, wenn die da auch mal schreibt, jetzt pass mal auf, jetzt hier, jetzt gehen wir mal ein bisschen etwas anders. Die weiß genau, die hat meine Rückendeckung, selbst wenn die mal an die Geschäftsführung schreiben sollte, die Kundin oder der Kunde. Brauchen wir nicht drüber reden. Und so. Das kommunizierst du auch so? Also jetzt gerade mit diesem Beispiel, wo dieser Mensch da gekommen ist und ohne Begrüßung und so weiter. Das hat ja der Lagerist ja auch mitbekommen. Und ich meine, er hat diesem Kunden, du hast gesagt, das Gespräch hat dann ja keine 3 Minuten. Klar habe ich das bekommen. Ja, klar. Die haben mir gesagt, sie haben mich nicht oben als Inhaber dieses Unternehmens angesehen, sondern sie haben mich als in Anführungsstrichen, in seinen Augen, einfachen Lageristen dort gesehen. Mhm. Und sie haben mir nicht die Wertschätzung entgegengebracht, die ich erwarte meinem Team gegenüber. Mhm. Punkt. Genial. Weil es gibt so viele Unternehmen, die macht das Gleiche, was die. Ja, definitiv. Egal, was für ein Artikel das damals war, völlig egal. Mhm. Ja, also die Formel ist für mich ganz einfach. So, und wenn du das lebst, dann hast du Zeit, auch dich mit deinem Leben auseinanderzusetzen, weil der größte Wert, den ich in meinem Leben habe, ist Freiheit. Mhm. So, also richte ich doch mein Big Five, mein Wert Freiheit auch dahingehend aus, dass mein komplettes Leben von Tätigkeiten, von Verantwortung etc. hinausläuft. Deswegen habe ich auch keinen Wecker morgens, Beate. Weißt du? Du stehst einfach auf. Ich stehe auf, wenn ich der Meinung bin, dass ich aufstehen muss. Punkt, fertig. So, mein Büro würde mir niemals Termine vor 10.30 Uhr machen. Ich mag dein Büro. Ja, das ist nicht meins. Ich habe da noch mal ein anderes in der Firma. Ja, egal, ich mag die Leute, die deine Termine machen. Also die haben eine gute Denkweise. Ja. So, das heißt nicht, dass ich bis 10 Uhr im Bett liegen bleibe. Hat damit überhaupt nichts zu tun. Mhm. So, aber ich möchte morgens einfach die Ruhe haben, für mich selbst zu entscheiden, was mache ich gerade. So, lese ich gerade vielleicht die Zeitung etwas länger oder lege ich mich nicht nochmal auf die Couch oder meditiere oder gehe nur mit dem Wald, mit dem Hund oder was auch immer. So.
Genial. Also ich finde dieses einerseits etwas irgendwo, das haben ja viele Unternehmen, irgendwelche Werte irgendwo auf der Tafel stehen oder in irgendeinem schlauen Buch. Das ist halt das eine. Und das andere ist, und das ist das auch, diese Diskrepanz, die ich auch immer wieder erlebe, das, was du gerade beschrieben hast, ich gehe halt dorthin, ich spüre keine Freundlichkeit, ich spüre keinen Respekt, ich fühle mich unwohl, wenn ich in das Unternehmen reingehe und ich kann das gar nicht erklären, es ist ein Gefühl. Und das, was du jetzt gerade sagst, eben, es geht ja gar nicht darum, dass das irgendwo steht, sondern dass es halt gelebt wird und immer wieder konkret auch angesprochen wird, ne? Ja, ja, und wir vermitteln es ja auch. Wenn wir beispielsweise Termine in-house haben, die melden sich unten normalerweise im Laden an, da ist ja noch ein Geschenkartikelladen und Einzelhandel vorgeschaltet. Manche gehen ja gar nicht Richtung Lager erst. So, und dann steht da auch, herzlich willkommen, Volker. Schön, dass du da bist. Und da steht eine Tasse Kaffee fertig. Mhm. Der bekommt unten schon eine Tasse Kaffee. Oben gibt es noch mal. Einfach nur als kleine Begrüßung. Da steht, liegt ein kleines Plätzchen noch dazu. Ob er den nimmt oder nicht, spielt keine Rolle. Aber so ein kleines Leuchtschild und vielleicht kommt 2 Stunden später der Peter oder der Herr Meier oder wer auch immer. Und das wird dann umgetauscht. So, und dann wird er auch nach oben gebracht. Dem wird nicht gesagt, pass auf die Tür da durch, 30 Meter rechts, dann zweimal links und dann bitte Treppe hoch, sondern wird nach oben gebracht. Das heißt, das Thema Dienen, also ich sag mal das jetzt so in dem Dienen, ja, oder dass wirklich diese Wertschöpfung, das dem anderen auch wirklich zu zeigen, das zu leben, steht bei euch sehr oben, also sehr hoch geschrieben. Definitiv, nicht nur auch bei Lieferanten, sondern auch bei Kunden. So, wir bringen unsere Kunden zur Tür. Mhm. Ja, das macht was mit den Menschen. Ja, das heißt, wenn wir Ware rausgeben, wenn ein Bezahlvorgang, wir geben die nicht über die Theke, sondern Nadja, Mary oder wer auch immer gerade, die gehen um den Tresen herum, geben die Tüte in die Hand, gehen zur Tür, öffnen die Tür und sagen, schön, dass du hier warst. Mhm, Wahnsinn. Also es ist eine ganz besondere Wertschätzung und was ganz Wichtiges, was du ansprichst, was jetzt auch durch das, was du gerade besprochen hast, rauskommt, ist das Thema Verbindungen. Und ich glaube, das war auch so der Punkt, warum, als wir uns kennengelernt haben, dass ich auch gleich gespürt habe, es ist einfach eine Verbindung da. Und es kommt einfach nicht einfach so, weil ich muss ja auch ein Stück Offenheit auch entwickeln. Und das sagst du ja auch, das war ja nicht immer so. Ich meine, du warst in Konzernen. Ja. Und du warst als Chef, deine Worte, Arschloch. Ja, ja, war ich. Ja? Das heißt, du hast jetzt eine prägende Geschichte jetzt hier gerade erzählt. Was ist deine Empfehlung an Führungskräfte, die das jetzt so hören, ja, da so eine Wendung einzubringen? Ich muss es ja erstmal wollen. Ja, ich muss erstmal sehen, wahrscheinlich, dass da irgendwas auch nicht stimmt. Ja, das ist ja die größte Herausforderung generell, die Verantwortung und die Kontrolle abzugeben. Mhm. Wir wollen ja als Unternehmer, als Inhaber ja immer über alles informiert und die Kontrolle haben. Ja, informiert sein. Definitiv. So. Kenne ich. Ja, wir wollen über jeden Fliegenschiss, Entschuldigung, irgendwo wissen, was da gerade passiert ist. So habe ich ja auch am Anfang getickt. Mhm. So, und dann das ganze Ding umzukehren, Verantwortung abzugeben. Also Verantwortung, deswegen, das hatte ich ja gerade am Anfang gesagt, Verantwortung übernehmen, indem du Verantwortung abgibst. Weil ich darf mir doch immer vor Augen führen, was passiert, wenn jeglicher Prozess, jeglicher Vorgang von mir abhängig ist. So, und ich setze mich gleich ins Auto, fahre irgendwo nur, weiß ich nicht, einen Geschäftstermin oder fahre zum Edeka hier was einkaufen, habe einen Verkehrsunfall und liege 4 Monate im Koma, im günstigsten Falle. So, ja, ich habe mir die Frage gestellt, wie lange würde das Unternehmen überleben? Mhm. Und das war am Anfang nicht lange. Ich habe dem Unternehmen etwa 6 Wochen gegeben. Mhm. So, da ich aber inzwischen Verantwortung für 46 Leute habe, mit Familien, habe ich doch die Verantwortung, das zu verändern. Die Firma darf doch nicht auf mich zugeschnitten sein. Ganz im Gegenteil. Ich darf der Firma dienen. Und dann bekommst du das so. Und jeder, der Unternehmer ist und meint, in so einem Hamsterrad zu sein, der darf erstmal lernen, sich selbst zu führen. Weil er kann das Team nicht führen, wenn er nicht bei sich ist und sagen kann, okay, ich gebe jetzt die Verantwortung ab. Ich versuche es mal. Und das heißt aber auch, Fehlerkultur leben zu dürfen. Das ist das, was ich jetzt als nächstes fragen würde, weil es passieren halt nur mal Fehler. Ja, und wir wollen diese Fehler dann vielleicht in dem Moment nicht. Ja, shit happens, es ist passiert, fertig. Ja.
Aber wenn ich das doch von Anfang an ausschließen will, dann brauche ich diesen Schritt nicht machen. Das wird automatisch kommen. Ja, aber die Fehler passieren ja auch sogar, wenn wir die Kontrolle auch behalten. Ja. Auch dann passiert. Und noch schlimmer ist er dann, wenn du dann auch noch einen Schuldigen dafür suchst. Ja, genau. Wenn bei mir in der Firma was passiert, egal wer was veranstellt, ich bin verantwortlich. Ich. Also ich habe da diese Person in die Eigenverantwortung gebracht. Aber ich bin doch verantwortlich letztlich. Immer. Und das heißt, wie gehst du dann damit um, wenn du sagst, ich bin verantwortlich? Ja, ganz einfach. Also wie soll ich damit umgehen? Ja. Was soll ich damit machen? Entweder kann ich es ändern und ich kann es nicht ändern, aber Glück ist das, was passiert, wenn es, ja, wenn, wie heißt das so schön, lass mich nochmal überlegen, wenn du das akzeptierst, was gerade passiert, dann bist du glücklich. Ja, weil, ich habe jetzt gerade Gedanken, Kontrolle eben abgeben, Verantwortung abgeben, gleichzeitig die Kontrolle auch behalten im Sinne von, wenn Fehler passieren, und das hast du jetzt gerade gesagt, dann bin ich ja verantwortlich. Ja. Und für mich bedeutet das auch, einfach immer wieder auch Überprüfungspunkte auch zu haben, dass ich den Menschen einfach immer besser mache. Also sprich, wenn er dann praktisch Fehler gemacht hat, wie befähige ich ihn? Oder was muss ich noch als Führungskraft dazu beitragen, dass dieser Fehler nicht mehr passiert? Dass andere Fehler passieren, ist ja logisch. Ja. Wie machst du das? Oder machst du das? Wie siehst du das? Ist ganz einfach, weil die Fehler passieren nicht noch ein zweites Mal. Weil die Menschen sind ja nicht dumm. Es gibt ja dieses tolle Buch, wie man Freunde gewinnt, Dale Carnegie. Da ist eine ganz tolle Geschichte drin. I love it, ja. Da ist irgendwie so ein Pilot, ich habe keine Ahnung, wie die Protagonisten jetzt gerade heißen. Pilot, irgendwie, weiß nicht, das ist ja schon 100 Jahre alt, das Ding. Anfang 19. Jahrhundert, ein Pilot, der fliegt und stürzt ab. So, kann aber gerade sich noch retten, Maschine ist im Eimer. So, und nach einer Analyse wird dann festgestellt, dass das falsche Kerosin getankt wurde oder der falsche Sprit. Mhm. So, statt den, der getankt hat, jetzt zur Sau zu machen und verantwortlich dafür zu machen, sagt er dem, morgen fliege ich die nächste Strecke, bitte tanken Sie das Flugzeug auf. Mhm. Ja, glaubst du denn, dass der nochmal falsch tanken würde? Never. Der würde 30.000 Mal kontrollieren, ob er jetzt gerade den richtigen Zapfhahn in der Hand hat, ja, bildlich gesprochen. So, du brauchst dich doch nur mal in diese Geschichte reinzoomen und dich in diesen Menschen versetzen. Wenn ich dir vertraue, das hat ja viel mit Vertrauen, dass ich weiß, du würdest das nie wieder tun. Mhm. Weil wir sind ja von Grund aus nicht schlecht. Richtig, wir wollen ja niemandem Schaden zufügen. Ja. So, dann Haken hinter fertig. Ja, und gleichzeitig ansprechen, ne? Also ich muss ja das ja klar kommunizieren. Ja, weil wenn ich dann das kommuniziere bei anderen, weil das ist ja auch das, was häufig passiert, eben wer ist schuld, dann wird drüber gesprochen bei anderen, aber nicht bei dem Verantwortlichen. Ich meine, solche Geschichten kennen wir doch. Es wird immer angesprochen. So, es wird immer angesprochen, weil es sind ja dann meistens solche Fehler, die kommen meistens raus. So, aber die kommen nicht raus, weil ich jetzt nachsuche, sondern die kommen raus, weil Menschen zu mir kommen und sagen, Peter, mir ist ja was Blödes passiert, Kundin hat was Falsches bekommen oder was auch immer, oder jetzt gerade gibt es Terror, weil wir haben viermal das Falsche rausgeschickt, weil die EDV-Anlage immer diesen Artikel angezeigt hat. Ich sage, okay, habt das geändert? Ja. Ich sage, gut, alles klar. Also kein Big Deal sozusagen. Nein, macht ja keinen Sinn. Ja, Die Formel ist für mich ganz einfach. Ja. So, interessanterweise sind auch die Menschen nicht mehr da bei mir im Unternehmen, weil damals, als wir 36 waren und dieses Big Five for Life eingeführt haben, so, da habe ich mich von 10 Menschen getrennt, weil es funktionierte einfach nicht mehr. Das passt. Ich wollte das fragen, ob alle geblieben sind. Nein, nur du kannst ja in Deutschland niemanden wegen einem vermeintlich anderen Mindset in die freie Wirtschaft entlassen. Das hat ja immer, das kostet ja immer unwahrscheinlich viel Geld, weil ganz viele Dinge sind vor dem Arbeitsgericht gelandet. Ja, der Daniel Färber, liebe Grüße Daniel, weil du es hörst, ist mein Rechtsanwalt für Personalwesen, ist ein guter Freund geworden in der Zwischenzeit. Der hat wahrscheinlich auch ganz viel Geld von mir gekriegt. So, aber es rettet die Firma auf der anderen Art und Weise, auf der Seite, weil du trennst dich von Menschen, die einfach dem Unternehmen im Wege stehen. Das heißt, war das etwas, wo du gemerkt hast, die passen nicht mehr rein, oder war das auch, wo ihr miteinander erkannt habt? Das finde ich auch spannend. Ich weiß nicht, ich glaube 7 oder 8 waren von mir und 2 oder 3 waren selbst. Ach, okay. Ja. Und das heißt, in diesem Prozess hast du erkannt, die können nicht mehr mit mir und mit diesen Werten mitgehen? Ja.
Freiheit, weil in Thema Freiheit hast du keine Struktur in der Regel. So, du kannst Pause machen, wann du möchtest, du kannst anfangen, wann du möchtest. Okay, solltest nach Möglichkeit 40 Stunden irgendwie schon mal voll kriegen oder zumindest auf Jahresschnitt. Ja. Bei manchen klappt es, aber es gibt Menschen, da klappt es nicht. So, die meinen dann mit Freiheit das gleichzusetzen mit Dummheit des Chefs. Also das heißt Vertrauen auch da missbraucht. Wird Vertrauen missbraucht. Gibt es auch alles erlebt. Leute haben mich beklaut, die haben mich belogen, betrogen um Geld, die haben Geld aus der Kasse. Gibt es alles. Kennt jeder Unternehmer wahrscheinlich. Kennt jeder Einzelhändler. Ja, die meisten Ladendiebstähle, die kommen nicht aus extern, sondern sind intern. Ich bin schockiert. Ja, ich auch. Weil das durfte ich auch erstmal lernen. So, als ich das erste Kündigungsgespräch habe, ich war nass, ich schwitze, ich habe 2-3 Tage nicht geschlafen und war völlig aufgeregt. So, ich meine, jetzt muss ich es nicht mehr führen. So, aber die letzten Gespräche, immer mal wieder, kommt ja mal so ein Thema hoch, auch in den letzten Jahren mal, da setz dich hin, führst ein Gespräch und Thema durch. Das ist emotional für mich in keinster Weise mehr eine Belastung, leider. Aber es war auch eine Erfahrung, das alles mitmachen zu dürfen in dem Moment. Aber auch da so eine Klarheit zu haben, ne? Weil das ist ja das, was ich jetzt heraushöre. Du bist einfach ganz klar, du weißt, was du willst, du weißt, was du nicht willst und dann führst du so dein Unternehmen. Und wenn das einfach nicht passt, dann muss es angesprochen werden. Ja. Weil viele, ich kenne auch so viele so, ach ja, vielleicht wird das irgendwie, naja, jetzt mal gucken und geben noch eine Chance und hier, ne? Und es geht ja immer weiter und dann zieht sich das wie so ein zäher Kaugummi. Mhm. Und das führt wahrscheinlich ein Unternehmen nicht wirklich zu einem Erfolg. Vor allem das Team leidet ja darunter. Richtig. So, wenn da ständig Querschießer dabei sind, Steve Jobs sagte schon, ein fauler Apfel steckt alle anderen an. Ja, richtig. So, und hol den schnell raus und dafür wird das Unternehmen dementsprechend auch erfolgreich. Und wenn die Mission, und das ist ja auch immer das, wenn das Unternehmen eine Mission hat und nicht einfach nur verkauft, sondern wir zaubern Lächeln ins Gesicht mit Geschenkartikeln, die etwas außergewöhnlich sind und die Einkäuferin Nadja selbst Ware einkaufen darf, was ich am Anfang immer gemacht habe. Ich kannte jeden Artikel, weil ich den selber eingekauft habe. So, erstmal hat es mir Spaß gemacht, aber zweitens wurde es nachher auch zu viel und da sind wir wieder bei Verantwortung. Ich habe mir das komplett, habe ich damals gefragt, soll man das nehmen? Ja, und das komplett habe ich umgedreht. So, jetzt kriege ich manchmal die Frage, sag mal, würdest du das nehmen, Peter? Entscheide du. Ja. Wie oft bist du in deinem Unternehmen? Also wir haben heute, diese Woche noch nicht, warte mal. Also in der Regel, ich versuche einmal in 2 Tagen hinzufahren. So, das sind ja nur 10 Kilometer, ich fahre jetzt gerade mal 10 Minuten dahin. Fahre hin, sag eben einmal Hallo. So, das heißt, wir begrüßen uns, außer wenn wir irgendwo hier in Maßnahmen sind, wo wir uns nicht umarmen dürfen oder so. Mhm. Aber ansonsten immer persönlich sehr, sehr individuell. Den einen ein bisschen mehr drücken, den anderen High Five etc. Ja. Mhm. Also, aber so einmal in 2 Tagen bin ich immer da. Und das heißt, ich kann mir das vorstellen, du kommst eben nicht um zu arbeiten operativ, sondern du kommst, um Präsenz zu zeigen. Ja. Und wahrscheinlich auch zu gucken, was braucht es. Ja, definitiv. Mhm. So. Habt ihr auch regelmäßig so Sitzungen, Teamsitzungen? Ja, alle 2 Wochen. Alle 2 Wochen. Alle mal auch 3 Wochen, je nachdem. Ja, wir versuchen es immer einzuhalten. Gelingt nicht immer, aber wir kriegen es hin, ja. Jetzt bist du halt wahnsinnig erfolgreich schon mit einem Unternehmen und jetzt der ein oder andere hört, naja gut, aber wenn man das schon so weit ist, dann ist es leicht mit Verantwortung abgeben ja, und Kontrolle abgeben. Wie ist es so groß geworden? Wie bist du gestartet? Hattest du eine Vision? Also hol uns mal in diesen Bereich rein, weil das finde ich äußerst spannend. Ja, ich hatte eine Vision. Ich wollte ein Unternehmen gründen und zwar mit Geschenkartikeln, was komplett anders ist. So, vom Namen her, von der Art und Weise der Darstellung, von den Produkten her, weil sowas kannte ich nicht. Ich war mal auf einer Messe in Frankfurt, das ist schon 1,5 Jahrzehnte fast her. So, und da war die heißt Ambiente, beziehungsweise auch Tendenz, Europas größten Messen für sowas, Home Living Artikel. So, und da war ich geflasht von dem, was es alles gibt. Ich sage, Hammer. Braucht kein Mensch zum Leben, aber macht die Welt einfach ein bisschen bunter. Und
da habe ich mir gedacht, das, also da hätte ich richtig Bock drauf. So, das hat mich angesprungen in dem Moment. Ja, wäre ich an dem Tag nicht an der Messe gewesen, hätte ich wahrscheinlich nie diesen Funken übernommen. Und dann habe ich gedacht, boah, dann hat es, glaube ich, noch ein Jahr gedauert. Bis zur nächsten Messe war ich dann nochmal wieder, bin intensiver eingetaucht. Ich sage, da, das macht richtig Laune. Und dann habe ich die ersten Einkäufe getätigt. Dann habe ich nach einer Lagerhalle gesucht. So, und ich hatte ein Einzelhandelsgeschäft. Das habe ich zu plakatiert und das sind so knapp 450 Quadratmeter gewesen. Und als beheizte Lagerfläche genutzt. Da war kein Lager drin, die ganzen Artikel lagen da und ich habe online schon verkauft über Amazon, habe dann einen Webshop aufgemacht, also einen eigenen. Und dann merkte ich, wow, das kommt gut an. So, und ich bin mit 2, 3 Leuten gestartet und innerhalb des ersten, monatlich kam wirklich ein Mensch dazu. Ach, ich war so nach drei Jahren waren wir, glaube ich, 36. Wow, das ist ja wahnsinnig. Also wirklich, ich habe monatlich eingestellt und dann aber auch den Fehler gemacht, das sind so unternehmerische Dinge, Erfahrungen, die ich gemacht habe. Viele Frauen im gebärfähigen Alter, und dann alle in einem Bereich. Die haben nämlich dann alle, ich weiß nicht, ob sie sich abgesprochen haben, so sinngemäß, wir werden jetzt alle mal schwanger, und zwar alle vor Weihnachten, weil wir mit Geschenkartikeln, wir machen es dem Peter mal richtig schwer und lassen uns auch noch ein Beschäftigungsverbot verteilen. Guck mal, ich war früher Arschloch, das war die Retourkutsche dazu. Und dementsprechend durfte ich dann, oh, wie lange ist das her, was mal, 9 Jahre oder so, im Lager Weihnachten Geschenkartikel selbst verpacken. Also da weiß ich, was da passiert. Und da habe ich mir geschworen, das machst du nicht. Ich werde nie wieder so viele Frauen in einem Bereich, an alle Frauen jetzt gerade, im gebärfähigen Alter, das werde ich schön verteilen. Ja, macht ja Sinn. Oder Lesben, ja, oder Männer oder ältere Frauen, habe ich alles. Ich habe einen schönen bunten Mix jetzt. Ich habe alles bei mir. Mhm. Und das macht das so schön, weißt du, das macht die Kultur so toll. Ja, krass. Du sagst, du hast ja im Einzelhandel jetzt gestartet. Gibt es den Laden noch? Ja, gibt's noch. Wie heißt es denn? Der heißt Scheißladen. Es heißt Scheißladen. Aufpassen, Scheißladen. Ja. So, aber auch das Scheißladen polarisiert. Natürlich. Ja, klar. So, und kennst den Scheißladen Seite, da drüben? Ja, genau. So, jetzt die Frage, wie machst du es von der Betonung her? So, ich arbeite in einem Scheißladen, ist was anderes als in einem Scheißladen, um Gottes Willen. So, also wirklich, meine Teammitglieder dürfen sagen, ich zu Recht, und das machen sie auch mit Ehre, ich arbeite im Scheißladen. Und die finden das richtig geil, weil wir haben uns einen Namen hier aufgebaut im Umfeld. Die Leute kommen 100 Kilometer von weg aus Osnabrück, aus Dortmund, um bei uns einzukaufen und das mal kennenzulernen. Wir werden immer gefragt, wo sind denn die anderen Läden, weil das aussieht, als wäre das Franchise-Unternehmen. Aber da sind wir wieder im Thema. Der Scheißladen vom Wort ist nicht negativ, ist halt negativ assoziiert. Das heißt, wir haben gerade nicht eine positive Einstellung dazu. Deswegen ist mein Auftreten damals immer, bin ich ganz viel im Anzug beispielsweise rumgelaufen. Wenn ich dann auch noch mit ausgetretenen Chucks und zerschlissenen Jeans rumgelaufen wäre, dann wird es gefährlich. So, und deswegen haben wir immer darauf geachtet, von der Kundenkommunikation, von der Artikelauswahl, so wie wir Kunden behandeln, Türe auf, schönen Tag wünschen, direkt ansprechen, wofür suchst du irgendwas, kann ich dir irgendwie helfen? Na klar, bleiben wir für dich hier noch, hier, lass dir Zeit, auch wenn die um 6:30 reinkommen. So, dann wird es eine Story. Das ist richtig geil, weil das ja genau der Kontrast ist dazu zu dem Scheißladen, ne? Also ja. wenn du das einfach wirklich das Wort nimmst, was es bedeuten könnte. Die Leute sind, die kommen zum Laden, die machen Fotos und stellen die auf Facebook oder ja, stellen die ins Netz und sagen, ich bin hier im Scheißladen. Die glauben das ja gar nicht. Ist das genial, was für eine tolle Idee. So, da sind wir aber nicht auf Amazon mit, weil auf Amazon sind wir Preis am Stiel, weil ich wollte diesen Namen nicht bei Amazon sehen, ja. Sondern das ist hier regional bei uns hier, gibt es auch einen Webshop. So, aber auf Amazon heißt mal Preis am Stiel, das ist weniger verrucht. Ah, okay. Und ich glaube auch, dadurch hätte ich jetzt gesagt, Peters Geschenkelädchen oder so. Okay, Laden wird mit 60.000 Artikeln kommt dem Namen auch nicht mehr gerecht. Mhm. So, aber würde sich keine Socke mehr auch von die jetzt zuhören, daran erinnern. Mhm. Jeder, der jetzt zuhört, der weiß morgen noch, wie ist der Laden? Der heißt Scheißladen. Ja. Also ist auch aus Marketing-Sicht natürlich. Ja. Sehr aber das heißt, da hast du dir auch richtig Gedanken gemacht. Das heißt, das ist auch eine Empfehlung, mach dir Gedanken, was dich unverwechselbar macht. Ja, das kam aber auch Zufall.
Das sind manchmal einfach so Zufälle. Ich habe jetzt nicht nach irgendwie was Tollem gesucht, und aber da war eine Situation, ich sage, so eine Scheiße. Ich sag Scheiße. So, und zudem habe ich auch noch einen Kackladen und einen Mistladen. Die habe ich nämlich auch gleich gesichert, aber die laufen, die liegen seit 10 Jahren irgendwie ungenutzt irgendwo in der Ecke. Unfassbar. Okay, jetzt unfassbar, ich bin total beeindruckt. Und dann hast du praktisch, du hattest ja den Scheißladen schon, das lief ja gut. War das dann parallel, dass du dann auf Amazon dich platziert hast? Ja. Das heißt, da hast du auch sehr schnell, sag ich mal, den Nerv getroffen. Definitiv. Ja, definitiv. Und bei Amazon haben wir halt alles jetzt innerhalb von fast anderthalb Jahrzehnten mitgemacht, was wir mitmachen konnten. Von Schließung des Accounts, Suspendierung heißt das dann da. Nein. Alles. Weil Amazon ist da halt sehr restriktiv und sehr stringent in vielen Dingen. Und wenn du bei Amazon mit dem Ego reingehst, hast du gleich schon verloren. Aber wenn du dich mit Amazon anlegst, weil du meinst, die haben Fehler gemacht, nein. Du hast Danke dich bei Amazon, dass sie dich auf diesen Fehler aufmerksam gemacht haben. Sei voller Demut, sei voller Dankbarkeit, dass du verkaufen darfst. Und dann ist die Welt in Ordnung. Das sind so Kleinigkeiten. So, aber da muss man auch Ego zurückstellen. Ja, hey. Das war ein harter Weg. Das war echt ein harter Weg. Wahrscheinlich mit vielen Learnings. Ja, aber das ist der Grund, warum so wenige Amazon-Händler so viel Umsatz machen. Weil es macht, du hast gerade eine Zahl gesagt, nur lediglich 0,7% aller Amazon-Händler machen Umsatz über 800.000 Euro. Wir machen 3,9 dieses Jahr wahrscheinlich bei Amazon. So, und wenn du dann dich mit Amazon anlegst, weil da gerade irgendwas passiert, was dir nicht passt, dann geht es gleich wieder zu Lasten der Performance, dann kommst du nicht in die Buybox, da sind wir schon bei ein paar bei internen Dingen. Und da geht es ja dann auch immer in meinen Online-Kursen und in meinen Seminaren drum, genau das Thema. Mit ein bisschen bunten Ballons, das kennst du. Ja, natürlich. Aber es ist doch eine schöne Überleitung jetzt. Das heißt, also du hilfst Menschen dabei, ein Online-Business aufzubauen mit Hilfe von Amazon. Ja. Also müssen die Leute schon eine Idee mitbringen oder entwickeln sie die auch bei dir? Wie ist das? Die Idee entwickeln, es sollte schon ein Produkt da sein. Also ein Produkt, also das heißt... Viele kommen auf mich zu, die beispielsweise ein Buch geschrieben haben, die Self-Publishing machen wollen. Ja. Die keinen Verlag finden, und da bietet Amazon tolle Möglichkeiten. So, das ist ein sehr guter Aspekt. Viele sind Hersteller, Lieferanten oder haben Einzelhandelsgeschäft. Das ist so meine Mission. So, weil gerade in Lockdown-Zeiten, wenn du durch die Innenstadt gehst, ist ein Schaufenster nach dem nächsten, wird zu plakatiert und schließt, die Innenstädte veröden. So, und ich meine, hat es zwei Gründe. Einmal, weil die Einzelhändler nicht nach draußen gehen und mit bunten Ballons wedeln nach dem Motto, ein bisschen Aufmerksamkeit erzeugen. Wir haben hier ganz tolle Ware, kommt mal rein, lieber Kunde. Sehe ich sehr selten, dass die Einzelhändler was machen, solche Aktionen. Auf der anderen Seite weigern sie sich, einen Vertriebsweg wie Amazon einzuschlagen, weil sie Amazon als böses, großes Etwas sehen, was hier die Einkaufslandschaft kaputt macht. Nee, ist es aber nicht. Wäre es nicht Jeff Bezos gewesen, wäre es wahrscheinlich Tina Müller gewesen aus Deutschland. Keine Ahnung. Aber es ist einfach Fakt, dass die Gesellschaft sich verändern wird im Einkaufsverhalten. So, und der Kunde wird nicht nur, weil irgendwo Schilder Support Your Local Dealer stehen, in den Einzelhandel gehen und den unterstützen. Das machen sie ja jetzt schon nicht, obwohl jeder Einzelhandel es jetzt notwendig hätte. So ist das. Und deswegen ist die Verantwortung, da sind wir wieder bei Verantwortung. Die ist die Verantwortung bei dem Unternehmer, bei dem Einzelhandel selbst. So, und ich habe für mich damals auch schon beschlossen, ich habe die Verantwortung für damals nicht ganz so viele Leute, 36, und da war es auch schon Amazon, ganz großes Thema. Und das ist natürlich Proof of Concept, wenn wir über Erfahrung reden. Ja, wir verkaufen in 9 Länder, haben 44.000 Artikel online, ein Team, was drumherum mich begleitet. Die hole ich dann auch immer mit in die Online-Kurse. Die machen dann auch verschiedenste Dinge, sehr abwechslungsreich. Es macht einfach wahnsinnig Spaß. So, und es kommen immer wieder verschiedene Menschen auf mich zu. Die eine möchte irgendwie Cashewnussverkauf, Öl verkaufen. Die andere möchte selbstgemachten Schmuck verkaufen. Die andere hat noch gar nichts. Ich sage, das wird schwierig, dann such mal was. Weil meine Aufgabe ist es nicht, Menschen dahin zu begleiten, irgendwie ein Produkt zu finden, was sie bei Amazon machen. Ich verstehe. So, ich bin auch nicht der Typ, und dann auch alle, die das jetzt gerade hören und die sagen, Mensch, ja, das wäre ja geil, wende ich mich mal an Peter. Nee, wenn du ein Produkt hast, ja, und wenn du mit Herz dabei bist. Geht es nur darum, Kohle zu machen, Geld zu machen, um irgendwie noch was Zweites aufzubauen, bin ich der Falsche. Guck bei Google, Seminare gibt es reichlich, werden billig angeboten. Ja.
Okay, aber jetzt sagen Sie, boah, aber der Peter hat ja schon echt was zu bieten. Ich will zu dem. Was sollen die Leute tun? Was kannst du denn bieten? Erzähl Okay. mal. Also was wäre so das Einstieg, wo Sie sagen, hey, ja, ich habe mich jetzt eh schon die ganze Zeit damit beschäftigt. Ich würde da gerne jetzt noch tiefer rein Ja, einsteigen. ein Einstieg wäre sicherlich erstmal ein Online-Kurs. Okay, Seminar, wenn wir wieder Seminare so in der Art und Weise geben dürfen, dann ist es wieder was anderes ins Präsenzseminar. Das machen wir meistens so mit knapp 10 Leuten, maximal 8 bis 10, so, damit wir uns individuell am Wochenende 2 Tage mit jedem Einzelnen auseinandersetzen dürfen. Da wird ein Verkäuferkonto eingerichtet. So, da sind aber schon Produkte da. Da brauchen wir ein paar Daten, sind Hausaufgaben im Vorfeld zu machen. Ansonsten gibt es einen Online-Kurs, einen Einsteigerkurs. Da sind genau diese Momente drin. So, mit diesem Einsteigerkurs heißt es, okay, wow, wollte ich schon immer machen. Ich hab auch tolle Ideen. So, bis hin zum Verkauf des ersten Produktes wird die Person an die Hand genommen, durchs Programm geleitet. So, und das bieten wir gerade. Das bieten wir beispielsweise hier auch an. Und du wirst da sicherlich in den Shownotes auch irgendwas reingeben. So, und Genau. wenn du dann dort bei uns auf der Seite bist, gib das Wort Beate ein als Code. So, dann bekommst du auch den auch noch etwas günstiger. Ja, sehr cool. Das machen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Danke dir, Peter. Ich könnte jetzt stundenlang noch mit dir sprechen. Ich könnte auch stundenlang reden mit dir. Ja, ich merke, vielleicht müssen wir es einfach nochmal wiederholen. Aber jetzt erstmal für dieses Podcast kommen wir jetzt zum Schluss, und zwar kommen wir zum Frage-Antwort-Runde. Weil, wie gesagt, wir könnten da an jedem Punkt, was du jetzt gerade angesprochen hast, ne, also nochmal in Führung, Unternehmensdenken, Mindset, also das ist ja wahnsinnig viel, ja, einfach da. Macht richtig Spaß. Aber bist du bereit so jetzt für unsere Frage-Antwort-Runde? Ich war noch nie bereiter als jetzt. Okay. Was magst du besonders gerne an dir? Oha. Meine Augen, meine Haare, mich. Das ist doch geil, oder? Ja, du wirklich. Ich stehe vor dem Spiegel und sage, wow, geiler Typ. Punkt, fertig. Ey, übrigens auch ein guter Tipp. Stell dich vor den Spiegel und sag, hey, geiler Typ oder geile Ja. Frau. Mega. Sehr, sehr gut. Cool, danke. Ja, geiler Typ. Kann ich nur bestätigen. Wie verbringst du deine Freizeit am liebsten? Mit Lesen vorm Kamin, Wohnmobil fahren, Carola, Hund. Hat keinen Anspruch auf Reihenfolge nach Priorität, bitte jetzt. Dann kannst du mir gleich sagen, was würdest du denn als Buch empfehlen? Als Buch, okay, als Buch würde ich dringend empfehlen, werden wahrscheinlich schon ganz viele gelesen haben, Wie man Freunde gewinnt, Dale Carnegie oder Big Five for Life, John Strelecky, den ich auch schon persönlich kennenlernen durfte. Cool. Gibt es etwas, was du als deinen größten Fehler bezeichnen würdest? Und wenn ja, was? Also irgendwas, was du gemacht hast, wo du sagst, oh, das war echt ein Fehler. Ich hab ein Thema mit dem Wort Fehler. Ich würde sagen Erfahrung, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich entschieden habe, war es die richtige Entscheidung. Jetzt im Nachhinein betrachtet, habe ich ein paar Erfahrungen mehr gemacht und ich würde anders reagieren, anderes handeln. Beispielsweise, ich habe 4 Unternehmen, so, und von allen 4 Unternehmen bei einer Bank zu sein und Ah. nicht mit jedem Unternehmen bei anderen Banken. Das Weil heißt, die sehen dann alles und das Learning wäre dann unterschiedliche Banken, unterschiedliche Unternehmen. für mich. Schon wieder ein geiler Tipp für euch hier. Mega. Wann fühlst du dich persönlich herausgefordert? Jetzt zum Beispiel gerade. Also jetzt nicht in diesem Moment. Aber ich habe ja bei Tobias Beck, bin ich B2B Director. Und ich habe mich ja nicht auf die Stelle beworben und er ist dann irgendwann auf mich zugekommen und sagt, Mensch, dein Name fällt hier ständig, wenn wir über dieses Thema reden. Dann habe ich schon ziemlich viel Ehrgeiz, ja. So, dann will ich das auch beweisen. So, und dann kommt natürlich auch das Dominante und andere Farben, nicht nur dieses Delfinische und diese Freude hoch, sondern dann, Cool. dann bin ich mal ganz etwas anders. Ja, sehr, sehr cool. Ich finde dich sehr angenehm immer, muss ich sagen. Ich finde auch, also das jetzt nochmal an dieser Stelle, ne? Also wenn wir dann miteinander sprechen, weil wir haben ja auch, also auch wenn ich frei, also auch wenn ich selbstständig bin und wir da trotzdem haben wir eine Beziehung und ich merke einfach, was es bedeutet, da einfach in dieser Form auch eine Führung zu erfahren, die auf diesen Werten basiert. Also da ein mal Kompliment an dich, das finde ich ganz großartig, gefällt mir. Letzte Frage, hast du ein Lebensmotto und wenn ja, was? Ja, Freiheit in Liebe, ach Quatsch, Leben in Freiheit und Liebe. Schön. So, weil das sagt alles. Definitiv, ja. Vor allem, wenn man das lebt.
Und das ist ja das, was du tust. Ja, ich mag Ungerechtigkeit. Boah, ich hasse, werde ich irre. Also da darf ich noch ein bisschen an mir arbeiten, darf ich immer wieder sehen, weil es triggert mich. Da gehören immer zwei Leute dazu oder zwei Menschen. Also ich mag es einfach, voller Dankbarkeit, Demut, also die Werte, die Ethik, die wir leben dürfen und manchmal vergessen. In unserer egoistischen Art mir tagsüber, wenn hinter mir beispielsweise einer steht, ich habe nicht oben auf die grüne Ampel geachtet, die blinkt jetzt gerade seit einer Sekunde und schon kommt ein Hubkonzert von hinten. Regt mich nicht mehr auf, aber da bin ich voller Demut und Dankbarkeit, dass der mich da hinten drauf aufmerksam gemacht hat. Wow, geil, mega. Was für ein Mindset, was für eine Art und Weise, mit Dingen umzugehen. Ich glaube, das ist genau das, warum du so schlecht bist. Wir dürfen einfach tagtäglich, uns werden tagtäglich diese kleinen Prüfungen auferlegt. Ja. So, du kannst natürlich jetzt zurückhupen oder Hand rausheben oder irgendwelche Gesten machen. Macht da keinen Sinn. Es macht dich ja nicht glücklicher. Und ich habe für mich irgendwann auch die Entscheidung getroffen, und das war auch mit dieser Beerdigung der Fall. Genau da. Ich sagte, ich lasse mich einfach nicht ärgern. Und ich habe, wenn bei Big Five for Life, du hast gerade mal 30.000 Tage ungefähr auf diesem Erdball. Und wir haben schon eine Vielzahl hinter uns. Mhm. Und wir wissen nicht, wie viel wir vor uns haben. Und es gibt ein schönes Gedicht von Mario Andrade. Ich habe meine Jahre gezählt und festgestellt, dass ich weniger Zeit habe zu leben, als dass ich bisher gelebt habe. Und ich fühle mich wie dieses kleine Kind, das eine Schachtel Bonbons gewonnen hat. Mhm. Die erste isst es mit Vergnügen, aber als es merkt, dass nur noch wenige übrig sind, begann es sie wirklich zu genießen. Und ich weiß nicht, wie viele Süßigkeiten ich bei mir noch in meiner Packung habe. Und deswegen genieße ich jeden Tag als kleines Bonbon. Wow, was für schöne Abschlussworte. Also besser kann ich das jetzt einfach gar nicht sagen an dieser Stelle. Peter, von Herzen danke. Gerne. Ich habe das mega genossen und auch wenn du, lieber Zuhörer, Zuschauer, das genossen hast, gib uns gerne eine Bewertung. Nimm gerne mit Peter einen Kontakt auf. Es lohnt sich. In diesem Sinne, sage ich einfach tschüss und danke. Ich danke dir, liebe Beate. Danke. Ciao, ciao.